Guten Abend und recht herzlich willkommen im aktuellen News-Magazin auf Kanal 9. Diese Woche mal etwas ganz Spezielles, der Beweis, dass man auch mit wenig sehr glücklich sein kann. Ein Ausflug auf Derbel und Ischi Revue de la Semaine. We were just good friends. I moved my arm, her face. Mit der Natur leben, im Rhythmus von Jahreszeiten und ohne den Komfort, der eigentlich sonst unseren Alltag bestimmt. Die Marina Cotte ist vor 20 Jahren hier in Derbel angekommen. Ein Porträt aus dem kleinen Paradies von der Sandra Sachakule. Emilia! Komm! Jawohl! Komm her, komm! Wo kommt denn das ganze Wasser her? Wo? Das ist ja gefürchig. Komm! Kannst du sie holen, Jeanette? Komm! Komm! Ja! Na los! Jawohl! Ich betreibe hier eine Berglandwirtschaft, einen Biohof, den ich seit 21 Jahren jetzt hier bewirtschafte. Und ja, versuche mein Leben mit meinen Tieren und mit mir über die Runde zu bringen. Also meine Tiere sind Nutztier und Alltagsfreund in einem, was zeitweise auch schwierig ist, weil ich sie sehr gerne habe. Und gleich klar ist, da ich von der Landwirtschaft leben muss, dass es jedes Tier seinen Beitrag leisten muss, für dass das hier laufen kann. Na los! Na los! Los, 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 los! Jawohl, bring sie! Jawohl, bring sie! Los, 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 los! Komm, Kuhli, komm! Es ist sehr speziell, wie ich glaube, wenn man mir auf einen Schlag gesagt hätte, Morena, jetzt kommst du hier in die Schüffel und schau, dass etwas wird daraus, hätte ich gesagt, okay, geht's noch, niemals. Das ist auch das, was alle gesagt haben, das geht nicht. Aber durch das, dass es eben eine Zeit gebraucht hat und auch in der Situation, in der ich war, ja, ist eins ums andere hat sich da entwickelt und ergeben. Nein, nein, geh zurück. Jawohl, bring sie. Ja, ich bin in dem Sinn nie eingestiegen, dass ich hätte aussteigen müssen. Ich war immer in dieser Welt. Nach der Schule habe ich schon gewusst, dass ich in dem machen werde. Ich habe den Eltern zu lieben Lehre gemacht und nachher nie darauf geschafft. Ich war dann immer in der Landwirtschaft. Jawohl, bring sie! Hä? Hey, hast du ganz toll gemacht! Ja! Prima gemacht! Oh la la! Mir gefällt am besten hier. Oh, das sind viele Sachen. Wenn ich einfach so an der Sonne sitzen kann und ich spüre, wie meine Haut warm wird von der Sonne, ich meine Tiere höre, wenn ich schwitzen und krampfen und am Abend weiss, jetzt habe ich ein Fuder hell gebracht, wo ich meine Tiere im Winter wieder versorgen kann, oder wenn ich Blattern an den Händen habe vom Holz, wo mir alles wehtut und ich weiss, der Winter kommt und ich habe den zum Heizen. Es gibt so, es ist eigentlich Ja,
wenn ich das sie so beobachte bei anderen Leuten, dann kann ich sie nur so ein bisschen schmunzeln und lächeln und denken, ja, wenn die Leute dann hier da kommen, die können das hier nicht verstehen, dass man ohne Wasser im Haus leben kann und dass man nur mit Holz heizen tut. Und es gibt Leute, die sind dann schon fast entsetzt, dass man das noch so macht. Und das darf man ja wie fast nicht. Und es sind schon ein bisschen zwei Welten, die aufeinander prallen. Aber vielmal auch, dass sich die Leute dem angezogen fühlen und eben auch eine gewisse Sehnsucht nach so etwas haben. Sagen viele Leute, man hat zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Die Frage ist immer, was man braucht zum Leben. Ich bin noch relativ schnell zufrieden. Und dank der Subventionen kann man, wenn man bescheiden ist, auch leben. Klar gibt es immer wieder Zeiten, die schwierig sind und wo man nicht weiß, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Bis jetzt ist es irgendwie immer gegangen und auf das vertraue ich weiter. Was man mir wünschen kann, dass ich noch möglichst lang gesund und fit bleibe, für hier zu bleiben. Ja, das wäre so mein Wunsch. Not with our heads like London weather. We said love was painted gold. Fertig mit der Gemütlichkeit, jetzt geht's noch über zu Isum Wochenrückblick. Schönen guten Abend. Merci d'être avec nous. Zwei Sachen haben sich die letzten Tage beschäftigt. Zuerst einmal am Freitag, da hat die BH Zbrigg eine mehrsprachige Podiumsdiskussion über die plurilinguale Schweiz mit verschiedenen Persönlichkeiten organisiert. Und mehrsprachige Diskussion, das heisst natürlich auch mehrsprachige Interviews. Wir haben die besten gehabt hier im Wallis. Le Valais est dans les meilleurs, si on veut, en matière de plurilinguisme. Entre il Ticino, le Grigione et le Valaise. Vogliamo lavorare. On veut travailler ensemble avec ces cantons. Et c'est grâce à la HEP Valais, grâce au canton du Valais qui est exemplaire en termes de bilinguisme. Die Kampagne für die Nationalratswahlen 2015 rückt anscheinend immer näher. Begrüßt ganz herzlich. Bienvenue dans ce journal. Am Dienstag waren wir bei der Krönung von Stefano Rossini mit dabei gewesen. Fast alle Parlamentarier haben ihn auf seinem Weg zum Nationalratspräsidium unterstützt, auch wenn Sumo ein bisschen weh getan hat. Es ist wahrscheinlich zum ersten und letzten Mal, als ich für einen SPLer stimme, aber da habe ich nicht anders können. Unser welscher Kollege hat der Staatsrat noch erklärt, was er genau gezwickt hat. Ich zitiere am Pfeifer. Wir hoffen jetzt, dass man doch noch etwas Kleines in der Hose bleibt für die eventuellen Staatsratssitzungen mit seinem voraussichtlich zukünftigen Staatsratskollegen. Das war es für diese Woche. Besten Dank für euer Interesse. Wie immer, habt ihr auch und auch um Französisch Sorge. Bonne soirée.